Es sind wirklich erkennbar immer mehr Menschen in Kontakt mit Herz und Seele. Und diese Impfung sollte das wohl tatsächlich verhindern. Ich bringe auch gleich später nochmal etwas. Ja, es gibt nochmal ausführliche Informationen dazu aus dem englischsprachigen Raum. Aber es ist nicht geschehen bislang und es wird auch nicht flächendeckend geschehen. Ich hoffe nur, dass die, die jetzt immer noch pro eingestellt sind, auch noch aufwachen und wirklich dann auch den alternativen Informationen glauben, dass sie einfach diese Offenbarung haben, dass sie sich und ihre Kinder nicht impfen lassen werden. Im Moment ist es in den Chats noch so, ja, Achterbahn. Heute beispielsweise, es ist alles einfach unglaublich. Ich habe ein Interview auf YouTube von einem Ex-Illuminaten, also einem Aussteiger, gesehen und es passt tatsächlich alles zusammen. Es ist alles nur noch schrecklich. Die Realität scheint langsam wie ein schlechter Film. Das ist die eine Seite. Manche hängen da im Moment auch noch ganz schön drin. Da dürfen die, die diese dreidimensionale Ebene, wo man da sehr schnell auch nochmal drin hängen kann, schon verlassen können, wirklich alles geben, damit immer mehr Menschen da drüber kommen. Und eben Corona in dem Schlachthof, auch den Background sehen, wirklich diesen Background, dass lebensfeindliche Arbeits- und Lebensbedingungen jetzt ans Licht kommen, damit sie gehen. Dass Massentierhaltung, diese schlimme Quälerei von Tieren ins Bewusstsein kommt und geht. Und ich meine, wenn die Konsumenten, die Abnehmer nicht mehr da sind, erledigt es sich von selbst. Das heißt ja nicht, dass man nicht beim Bauern mal gucken kann. Ich habe ja mal einen Schulfreund hier erwähnt, das ist schon ein etwas größerer Stil, auch noch in der Haltung von Schweinen und Rindern. Aber es ist keine Massentierhaltung, immerhin, es ist nicht grausam und er liebt seine Tierchen. Der ist da wirklich mit Herz dabei. Auch wenn er eben ein Bauer ist und für ihn das noch normal ist, was zukünftig so sicherlich auch sich verändern darf und wird, die Tiere eben, ich sag mal, zu schlachten und zu essen, in Maßen. Ja, was haben wir denn heute? Das sind alles Dinge, die finde ich wenig interessant, das werde ich mal weglassen. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich glaube, Project Bluebeam in Action, Must See This, ist der Titel. Project Bluebeam in Action, Must See This, könnte man sich mal anhören. Das lasse ich mal. Dann haben wir hier den Michael Zarion, Irish Origins of Civilization. Soll ganz interessant sein. Dann war hier dieser Covid-Vaccine, Irreversible Genetic Damage, a Crime Against Humanity. Das ist ein langer Artikel im Netz auf Englisch. Wer das nochmal braucht, um es zu verteilen, um zu überzeugen, das war der Plan, der ist gegangen. Auch wenn es im Moment noch nicht so aussieht, vergesst nicht, wie viel manifestative Kraft auch freigesetzt wurde durch all die QAnons, die Q-Anhänger, die tatsächlich wohl jetzt zum Teil auch registriert verfolgt werden. Da steht dann Angela Merkel und wirbt für ihre App und es ist wohl tatsächlich auch eine Aufforderung da, wer diese Menschen irgendwie kennt und anders eingestellt ist, da gibt es Aufforderungen, sie zu melden. Ich hoffe, diese Denunziantengeschichte ist Geschichte auch bald in der Menschheit. Ja, dann haben wir hier jede Menge, ach nochmal, verbinde die Punkte, Hashtag 415, Dammbruch, das ist vom 25.06. 5G führt zu Blutgerinnung und Sauerstoffmangel.
Sicherlich nicht bei jedem in extremem Ausmaß, aber das sind aus meiner Sicht, da sind so viele Wissenschaftler auch dahinter, mögliche Folgen. Und gut tut es niemandem. Also wenn man KI für die Menschheit einsetzt, wird es einen Weg geben, ohne die Menschen uns strahlenkrank zu machen. Professor Peter Dierich kritisiert die Corona-Maßnahmen scharf. Jeder muss sich selbst entscheiden. Von Dr. Kaiser, Hausarzt in Prasberg: Der neue Impfstoff ist ein genetischer Eingriff an alle meine Patienten. Bereits jetzt möchte ich, also er klärt schon auf, finde ich sehr gut. Was haben wir noch? Das kann man alles weglassen. Zum Teil auch ein paar humoristische Sachen. Interview mit Ernst Wolf wird im Moment auch noch mal viel geteilt. Der Crash rückt immer näher. Ich meine, ohne den Crash wird es die Neuerung nicht geben, aber bleibt im Vertrauen. Der Versuch der Kabale, ihren Untergang zu verhindern, ist gescheitert. Scheitert. Der Titel ist einfach der Versuch der Kabale, ihren Untergang zu verhindern, Ausrufezeichen. Natürlich versuchen die jetzt nochmal alles. So, dann haben wir hier noch. Ist da noch was dabei? Es gibt da Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Drucksache 19, 20.042, also 19/200 und dann 42, also 20042. Wer das mal googeln möchte, Gesetzesentwurf, nochmal eben, um aufzuklären. Es ist unser Glaube daran, all ihre illegalen Gesetze zu legalisieren. Auszug aus dem Bundestagsprotokoll. Ja, das lassen wir mal, aber ich habe den schon mal erwähnt. Das ist schon länger her. Also, das ist aus der 19. Wahlperiode Deutscher Bundestag und die Drucksache 19/20042. Gehe ich jetzt mal nicht mehr drauf ein. Einfach, wer sagt, ich brauche noch mal Informationen, um bei mir in meinem Umfeld, ja, zu streuen. Wie wir mit Hilfe des PCR-Tests getäuscht und manipuliert werden. Manipulation war ein großes Thema. Und das darf gehen. Manipulation wird gehen in den Systemen, in den menschlichen Gemeinschaften, Organismen. Überall. Es gab das ja zum Teil auch noch in religiösen, auch in christlich-religiösen Gemeinschaften. Das wird keinen Bestand haben. Diese Anteile werden gehen, ganz bestimmt. Ich meine, Christus ist uns wieder sehr nah, das wollte ich jetzt auch mal sagen. Ich weiß, das ist jetzt nicht für jeden hier irgendwie, aber ich habe ja auch manchmal gewisse hellfühlige, hellsichtige Wahrnehmungen. Ich kann das nicht immer so herbeiführen wie manch andere, die da richtig channeln und so weiter. Aber eine Freundin hat mich zu einer Rückführung gebracht und da habe ich das auch gesehen, wie viele das sind, die jetzt hier unterstützen. Es gibt die geistige Welt. Jesus Christus ist mit seinem Herzen für die Menschheit ganz nah, ganz präsent in dieser Zeit. Die weiße Bruderschaft, auch Unterstützung aus anderen Galaxien. Das ist wirklich, für die, die da mehr wahrnehmen, ist das ein Wissen. Es sind da viele, die im Moment unterstützen. Und es gibt ja auch die Engel und die machtvollen Erzengel. Die sind da, auch wenn sie nicht gerufen werden. Aber natürlich, wenn die Menschheit sie bittet, einlädt, es ist noch mal viel, viel macht- und kraftvoller. Metatron, Michael. Ich fange langsam mal an, einfach auch zu sagen, wo ich stehe und wer ich wirklich bin. Bislang habe ich das ja immer so ein bisschen unterm Deckel gehalten, weil mir einfach klar ist, dass es auch für viele noch, ja, ein Thema ist, was sie verwirrt oder was sie auch ablehnen. Einfach noch nicht glauben wollen. So,
Ja gut, ich lass mal, ich zeige jetzt das Video, was ich gestern angekündigt habe. Hier haben wir noch, ach, das ist glaube ich von Kai. Das habe ich auf einem anderen Kanal auch noch. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch mit drin ist im Chat. Er fängt jetzt eben ja auch an, in diese Richtung zu gehen. Übergang in ein neues Zeitalter, Bindestrich. Mut für alle, die an das Gute glauben. Ausrufezeichen. In Klammern steht dahinter. Unglaublich berührend. Also Kai Brenner kann man sich auch immer gut anhören. Und vergesst nicht die Kraft der Manifestation. Ja, nicht nur durch die Q-Posts. Aber das waren natürlich so viele Menschen, die da dran waren, sind. Und je mehr, umso stärker die manifestative Kraft. Mir ist hier nochmal so klar geworden, wir haben diese Seele, diesen Anteil verbunden, connected mit unserem Herzen. Wenn wir woanders hingehen, dann sind wir manchmal irgendwie mehr in der Luft. Manchmal ist es leichter, sich da zu verbinden, aber ein gewisser Anteil, dieser Erdige, diese Volksseele, ist auch dort, wo unsere Wurzeln sind, wo wir herkommen. Ich spüre das jetzt sehr deutlich. Es war zum Teil für mich auch, als ich nach Zürich ging, dass ich mal sehr klar wusste, entwurzle dich. Es gibt da so einen Spruch, also so einen Satz in der Bibel. Entwurzle dich und wirf dich ins Meer oder so ähnlich. Und das kam mal so zu mir, als ich in den Zürichsee ging, um dort zu schwimmen. Und da wusste ich, dass das an dem Punkt auch dran war. Auf meiner Reise. Auch richtig. Aber genauso gut ist es auch nicht zu vergessen, wo ist unsere Volksseele und wo sind unsere Wurzeln. Wir können uns überall barfuß laufen. Ist wunderbar. Da wird auch wirklich was freigesetzt. Auch Elektrolyt, Elektronen. Ich schaue da nochmal, da habe ich auch was zu, nicht jetzt. Also da kommt Energie, Erdung nicht nur, auch wirklich Kraft, Energetisierung in den Körper. Und das passiert überall. Dafür muss man nicht da sein, wo man geboren wurde. Aber es hat nochmal eine besondere Qualität, sich dort wieder aufzuhalten, wenn man weggegangen ist und auch mal barfuß zu laufen, sage ich mal. Wo man herkommt, wo man hingeboren worden ist. Diese Impfung, das wusste ja der hellsichtige Rudolf Steiner auch sehr klar, sollte uns abtrennen von unserem höheren Selbst, von unserer Seele, vom Göttlichen. Das, was man seelisch verarmt nennt, sollte dabei rauskommen. Aber das ist alles längst im Licht, es ist durchschaut, es wird transformiert, es kommt weg, es löst sich auf. Ja, gut, ich will jetzt auch eigentlich nur noch mal schnell das Video zeigen. Was ich hier habe, da geht es darum, ja, ich sag mal, um die Liebe und die feine Seele, die wir auch in Tieren schon finden können, einfach um nochmal dafür zu sensibilisieren, dass wir Tiere lieben, ehren und achten werden auch in der Zukunft und nicht mehr nur irgendwie als seelenlos minderwertig. Ich meine, so weit gehen die meisten Menschen ja gar nicht. Die essen einfach gerne Fleisch und Wurst und denken nicht nach. Eben, in alles kommt jetzt auch Herz, Seele, Bewusstheit, Bewusstsein rein. Also.